Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boxing Day TV. Schön, dass ihr dabei seid. Wir nehmen euch mit auf eine sportliche Reise. Tag des Boxens, so heißt unser Motto. Heute geht es direkt um das Kickboxen. Wenn ihr euch fragt, wo sind die schon wieder? Wir sind heute hier auf Schloss Diedersdorf, etwas südlich von Berlin, zu einem tollen Box-Event. Viele Sportler sind heute da. Wir haben sie auch im Interview. Unter anderem natürlich auch Shahzad Shamirzadi. Seit 2013 trägt sie den Gürtel, den Weltmeistergürtel. Sie ist Weltmeisterin des Verbandes der WKU und natürlich viele andere. Und was sie uns im Interview erzählt hat, das seht ihr gleich. Herzlich willkommen, wir sind hier im Kaminzimmer des Schloss Diedersdorf und neben mir sitzt die amtierende Weltmeisterin der WKU im Kickboxen. Sie verteidigt heute ihren Titel zum wievielten Mal, das wird sie uns erzählen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Shahzad Shamirzadi. Hallo an Sie. Das wievielte Mal ist es jetzt die Titelverteidigung für dich? Also bei den Profis ist es jetzt meine erste Titelverteidigung. Ich bin letztes Jahr Profi-Weltmeisterin geworden, auch hier im Schloss Diedersdorf. Und ja, dieses Jahr geht es an die Titelverteidigung. Das heißt, du hast jetzt schon öfters hier gekämpft? Wie viele Male genau? Also ich habe hier schon dreimal gekämpft. Einmal um eine Profi-Europameisterschaft und zweimal um die Profi-WM. Und jetzt ist es das vierte Mal. Als Frau ist es ja sehr unüblich, vor allem hier in Deutschland, du hast den dritten Dan. Ja. Das gibt sehr, sehr wenig Frauen. Ich habe mir sagen lassen, ein gutes Dutzend. Ja. War Kickboxen schon immer deine Leidenschaft, schon als Kind, wo du gesagt hast, das möchte ich gerne machen? Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich als Kind schon sehr Kampfsport interessiert war. Allerdings erst relativ spät auch mit Kickboxen angefangen habe. Da war ich 16 Jahre alt. Aber ich habe schon sehr früh für mich entdeckt, dass es so meine Liebe ist zum Sport und dass es genau mein Ding ist und dass es das ist, was ich machen will. Das Kickboxen selber in Deutschland wird ja so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja. Im Vergleich zu den großen Boxern, die sehr viel Geld verdienen, ist es beim Kickboxen noch nicht so. Was wünschst du dir für die Zukunft, dass man das Kickboxen vielleicht so ein bisschen lebendiger machen kann, auch um Sponsoren zum Beispiel anzusprechen? Wie ist denn das bei dir? Also ich würde mir generell für die Sportart wünschen, dass es eine breitere Medienpräsenz auch bekommt, nicht nur so von einzelnen Veranstaltern oder dass es so verbandsabhängig ist, sondern einfach, dass es auch in der Öffentlichkeit ankommt, dass es eine wunderschöne Sportart ist. Und ich denke, wenn man die Öffentlichkeit dafür begeistern kann, dann kann man halt auch die Medien, die Werbung und halt auch viele Leute mehr erreichen. Und Kickboxen ist halt auch schön, weil es nicht nur ein reiner Leistungssport ist, sondern Kickboxen können Kinder betreiben, Jugendliche, junge Erwachsene, selbst bis ins hohe Alter kenne ich noch Leute, die auch noch mit 60 den Sport betreiben. Natürlich nicht ganz so intensiv, aber es ist eigentlich eine sehr umfangreiche Sportart und jeder kann es machen.
Dein Kampfname ist Prinzessin. Das ist ja jetzt nicht so dieses typische Tigerkralle, wie man das vielleicht sonst so vermutet. Wo kommt das her? Wer hat dir den Namen gegeben? Den Namen hat mir eigentlich mein Mentor verpasst, Ferdinand Mack. Er selber ist auch eine Legende. Also wer sich in dem Sport auskennt, weiß, dass er einfach der Kickboxer Deutschlands war und auch weltweit. Er hatte mich mal auf einem Lehrgang Prinzessin genannt, ohne derzeit zu wissen, dass Schahrzad übersetzt Prinzessin heißt. Also viele kennen ja bestimmt das Märchen aus Tausend und einer Nacht mit Prinzessin Scheherazade. Und Schahrzad ist halt die persische Form davon. Also der Name kommt ja im Grunde, dein Name kommt aus dem Iran. Genau. Dein Vater selber ist Iraner. Genau, mein Papa ist Iraner. Der Papa ist Iraner und daher dann eben auch die Prinzessin. Genau. Wir gehen ja jetzt mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Mhm. Gibt es da so einen Wunsch, wo du sagst, das hätte ich ganz gerne zu Weihnachten oder anders gefragt, hast du Zeit, Weihnachten mit deiner Familie zu verbringen? Das schon. Also für Weihnachten würde ich mir einfach wünschen, dass mein Freundeskreis, meine Familie und alle Leute, die ich einfach gern habe, gesund bleiben und dass sie einfach glücklich sind. Und genau das wäre mir wichtig. Was steht denn bei Schahrzad so auf dem typischen Essenstisch zu Weihnachten? Was gibt es da? Gibt es da, was ist das typische Essen bei euch? Also wir feiern ganz klassisch Weihnachten. Also bei meinen Eltern gibt es ganz klassisch Gans und halt mit Klößen, Rotkohl. Ich bin jetzt seit 2009 Vegetarierin, muss dann natürlich fleischlos essen, aber es ist so dieses ganz klassisch traditionelle Weihnachten. Kannst du, wenn du nicht im Training bist, kannst du mal so richtig über die Stränge schlagen? Was gibt es denn so als Lieblingsessen? Ja, das kann man auch mal machen. Da muss man allerdings aufpassen. Also Gewicht spielt im Kampfsport immer eine sehr große Rolle. Ich muss schon immer sehr stark auf mein Gewicht achten. Auch die Waage ist immer sehr präsent. Das heißt, man kann schon mal auch sündigen, sage ich mal, aber halt nicht allzu oft, damit man nicht zu viele Kilos dann auf der Waage hat. Bei dem Gewicht, da sagt sie gerade was. Denn vorhin war sie noch mal kurz wiegen. Sie hat diesen Gesundheitscheck absolviert und sage und schreibe 57,5 Kilogramm bringt sie auf die Waage. Sogar ein bisschen weniger, als sie eigentlich haben müsste oder darf. 57,7? 57 Kilo hatte ich auf der Waage gehabt, genau. Und 57,5 ist der Titel. Ist genau. Der Titel. Nach dem Kampf, wie geht es danach weiter für dich? Geht es danach in den Urlaub? Also vor dem Kampf ist, oder beziehungsweise nach dem Kampf ist vor dem Kampf. Dementsprechend wird es dann mit Training weitergehen. Irgendwann ist ja die Zeit auch bei Frauen so ran, wo man sagt, die biologische Uhr tickt, jetzt ist Zeit für Kinder, jetzt muss ich achten auf meine, sowieso auf meine Figur, das kann ich als Sportlerin, ich bin sehr diszipliniert, aber dieser Kinderwunsch, ist der bei dir genauso gegeben wie bei allen anderen auch? Also ich muss sagen, letztlich hat der Sport immer eine sehr hohe Priorität bei mir, also ich schließe es nicht aus, dass ich Kinder bekomme, allerdings war es jetzt eigentlich auch relativ witzig, dieses Jahr hatte ich mich sehr stark auf diesen Kampf auch vorbereitet, weil 10 Runden sind nicht ohne und das waren jetzt eigentlich 9 Monate, eigentlich so lang wie eine Schwangerschaft und dann meinte ich mal so
witzig zu meinem Mentor, ja, andere Frauen werden schwanger, ich verteidige meinen Titel.